Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Standby, Ihrem innovativen Personal- und Projektdienstleister. Flexibel, verbindlich, fair. Hi zu ID Network. Rektale Untersuchung, Eigenbesamung und Besamungsservice. Ganz egal, was Sie jetzt denken, das gehört alles zum Aufgabenbereich einer Tierzuchttechnikerin dazu. Und das bin ich heute mal für einen Tag. Ich bin jetzt verabredet mit Max Knöllner. Er ist nämlich Tierzuchttechniker bei Master & Entfernen und zeigt mir heute mal seinen Alltag. Hi Max. Moin Aileen. Du brauchst heute also meine starke und tatkräftige Hilfe. Ich hoffe, das kannst du auch leisten und ich hoffe, die linke Hand ist fit für heute. Wieso? Ich hoffe, dass du mit der linken Hand dann auch mal eine Kuh beglücken kannst. Ich habe auch schon was mitgebracht, nämlich das werde ich bestimmt dafür brauchen, oder? Genau, und den kannst du dann über die linke Hand ziehen. Ich mache jetzt mal die rechte. Dann mach mal die rechte. Also, genau, so sieht das aus. Das Arbeitsmaterial, damit du dann Besamung und TUs durchführen kannst. Jetzt habe ich noch eine große Klappe. Ich weiß nicht, wie das nachher aussehen wird. Es wird sehr warm werden und ein bulliges Gefühl einfach geben. Dass man so eine Ausbildung macht zum Tierzuchttechniker, hört man auch nicht jeden Tag. Wie bist du dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen, ich habe eine landwirtschaftliche Lehre gemacht, bin auf dem Land groß geworden und hatte einfach immer mit Kühen zu tun. Und da wollte ich einfach was mit Tieren machen. Und da habe ich einfach bei der Masterin das gesehen, dass sie den Tierzuchttechniker online beworben haben. Und das Profil des Tierzuchttechnikers hat mir einfach sehr gut gefallen. Ja. Und daraufhin habe ich mich beworben und die Bewerbung wurde angenommen. Jetzt bist du Kuh-Experte. Angehender. Okay, was erwartet mich denn heute jetzt hier? Dich erwartet hier mehrere Stationen. Wir gehen gleich einmal in das Spermalabor. Wir sehen gleich einmal, wie Bullen abbesamt werden. Mhm. Dass man sieht, das Sperma in die Paillette einfach kommt. Ja. Das hört schon sehr interessant an. Fahren wir auf Höfe. Dort machen wir oder sehen wir die Tätigkeit eines Tierzuchttechnikers. Ich erkläre dir das. Wir machen zum Beispiel Trächtigkeitsuntersuchungen, Besamung einer Kuh. Genauso machen wir dann auch die Untersuchung per Ultraschall. Also es hört sich nach einem arbeitsreichen Tag für uns beide an. Kann ich denn schon so losgehen? Ich glaube, der Handschuh reicht nicht aus. Ich brauche noch Arbeitskleidung, oder? Ich habe dir da noch einen Kittel mitgebracht. Ich hoffe, der passt dir auch. Es ist eher so Sackkleidung. Steht dir, ist das genau das Gleiche? Das ist genau das Gleiche. Ist zwar nicht figurbetont, aber schützt zumindest vor dem Arbeitsalltag. Okay, dann gehen wir heute in Partnerlook und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mal los. Ja, machen wir so. Okay. So Max, wie sieht's aus? Gut sieht's aus. Das ist noch schicker. Jetzt sehr sehen schick. Wir beide zusammen. Jetzt sind schick wir im Partnerlook. Dann kann der Tag ja starten. Richtig. Jetzt befinden wir uns gerade hier im Spermalager. Mhm. Hier lagern wir ungefähr 4,5 Millionen Portionen. Sperma. Sperma, genau. Wow, aber so viel werden wir heute nicht. Nein. Wir haben uns aber auch schon vorbereitet. Ja. Ich habe mir gerade noch Sperma geholt. Ja. Und dann können wir auch zu den Höfen los. Was sind das denn hier für Tanks? Sieht. In diesen Tanks, ja, wenn man das sieht, was hier rauskommt, der schöne Nebel, das ist flüssiger Stickstoff. Habe ich mir jetzt auch schon gedacht. Dieser flüssige Stickstoff ist minus 198 Grad kalt. Mhm. Und da werden die Portionen drin gelagert. Und somit wird einfach die Mobilität der Spermien runtergefahren. Mhm. Und gewährleistet, dass wenn wir die wieder auftauen auf dem Hof, ja, dass einfach noch genügend Spermien leben. Ich kann mir so vorstellen, dass ich so einen Katalog habe und dann einfach sagen kann, ach so, den möchte ich jetzt gerne und den möchte ich gerne, so als ob ich mir Schuhe kaufe. Genau. So in dem etwa haben wir das zu verstehen. Wir haben einen sogenannten Bullenkatalog von der Masterin, wo die Bullen, die wir am meisten verkaufen oder die wir für am geeignetsten halten für den Landwirt, sind dort vorgegeben auf diesen Seiten, wo man dann sich angucken kann mit sogenannten Pedigree von den Bullen, ja, dass man sehen kann von dem Vater, von der Vaterlinie, von der Mutterlinie, allein was der Bulle für Leistungen hat, okay, kann man da drin dann auch noch sehen, damit man auch die bestmöglichsten neuen Kühe, sage ich mal, dann heranzüchtet für den Betrieb. Man möchte auch einen Fortschritt haben und keinen Rückschritt. Alles klar, und das brauchen wir heute auf jeden Fall, denn wir werden heute besamen, oder ich? Naja, du eher. Ich werde besamen, aber du wirst mich begleiten, genau. Okay, gut, dann würde ich sagen, das geht's. Ja, ist klar. Ja.
Felix. Hallo, Adin. Moin, Felix. So, du hast uns berufen, du brauchst unsere Hilfe. Genau, ich hätte gerne eine Kugelsahne. Gut. Okay, und wie werden wir jetzt vorgehen? Ja, ich werde gleich mit Felix ein Gespräch einfach führen, ein Beratungsgespräch. Mhm. Einmal, ob die Kuh schon überhaupt zum ersten Mal besamt werden oder wird, ob die schon mehrere Besamungen hatte. Danach wählt man dann natürlich auch die Bullen aus, ob man einen relativ fruchtbaren nimmt. Vom Preis her muss das natürlich dann auch passen, ja, für den Betrieb. Und das ist dann der erste Schritt. Es wird natürlich auch geklärt, die Vaterlinie vom Bullen, also von der Kuh. Okay, damit man dann, das System, was wir vorhin hatten. Genau. Hast du dir schon einen schönen ausgesucht? Ich habe mir bisher noch keinen ausgesucht, nein. Also das ist jetzt eine Erstbesamung? Das ist eine Kuh, die umbult. Also die wird jetzt zum sechsten Mal besamt. Okay. Und da werden wir gleich mal mit Max zusammen gucken, was man da machen kann. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an, oder? Ja. Gut, los geht's. Ja gut, also wir haben uns ja gerade besprochen mit Felix und haben uns auf einen relativ günstigen Bullen geeinigt, der gut befruchtet, weil das ja schon eine 6 Besamung ist. Und ja gut, dann werde ich jetzt einfach mal die Portion auftauen und dann ins Besamungsgerät aufziehen. Okay. Ist das jetzt immer ein also da habe ich eine Portion Sperma oder ist 6 Heber hinein und in diesen Hebern sind verschiedene Portionen. Ich habe die zum Beispiel nach Name geordnet und ja, hier sind grob geschätzt so 10 bis 15 Bullen pro Heber drin. Oh, da haben wir noch ordentlich was zu tun dann heute. Ja, wenn ich die alle versamen würde, hätten wir noch ordentlich zu tun. Ja. So. Es wird jetzt aufgezogen, also aus dem flüssigen Stickstoff. Ich nehme den jetzt aus dem flüssigen Stickstoff eben raus und tue ihn dann in das Wasser und habe eine bestimmte Zeit, wie ich das eben auftauen muss. Also muss mal alles perfekt terminiert sein. Genau, normal, also die Zeit müsste eigentlich schon stimmen. Jetzt piept das, dann nehme ich es eben hinaus. Dann muss ich das einmal wieder trocken machen, da das ja mit Wasser in Verbindung gerät. Mhm. Und das muss möglichst trocken sein. Dann schüttelt man das und dann hat man hier oben eine Stelle, wo kein Sperma mehr drin ist. Und dann kann man die Portion aufziehen und in ein Besamungsgerät dann... Das muss auch alles ziemlich schnell gehen, ne? Ja. Einführen. Dann nimmt man sich einen Handschuh. Oh ja, du hast schon deinen Ärmel hochgekrempelt. Genau. Das ist dann die Vorarbeit dafür, dass das dann auch alles gleich zügig dann weitergehen kann. Okay. Was machst du jetzt? Damit die Portion auf Temperatur gehalten wird, stecke ich die mir eben an den Körper. Weil wenn die... Sieht ein bisschen lächerlich aus. Ja, es sieht sehr lächerlich aus, das ist klar, aber wir wollen natürlich, dass die Spermaportion in der besten Qualität bei der Kuh ankommt. Und deswegen müssen wir die auf Körpertemperatur halten und deswegen so nah wie möglich am Körper bei diesen Temperaturen wie jetzt, wo wir gerade so 10, 12 Grad haben, vor allem dann auch im Winter, wo es dann noch kälter wird. Wir müssen jetzt also beeilen, das muss jetzt auch... Genau, das muss jetzt eigentlich zur Kuh so schnell wie möglich. Dann lass uns loslegen. Wie ist der Beruf eigentlich bei Frauen? Wie kommt er da so an? Bei Beruf bei der Frauen, also wir haben Tierzuchttechnikerinnen, aber wir haben relativ wenig, weil es einfach doch eine körperlich beanspruchte Arbeit ist. Man muss schon ein bisschen Kraft aufwenden. Deswegen, also es ist vermehrt, ja, vor allem, man muss, ich sag mal, auch ein bisschen härter im Nehmen sein, weil es vielleicht nicht für jeden so die gute Arbeit ist. Und wir haben Frauen und wir nehmen auch gerne Frauen und auch Männer in dem Sinne. Also wir sind da nicht, wir sind zwar Männer dominierend, aber es gibt da kein Klischee, dass wir nur ein reiner Männerjob sind. Bis jetzt war ich irgendwie immer in Berufen, wo immer die Männer dominiert haben. Vielleicht kommt das ja noch. Gut, jetzt sind wir hier bei der Kuh, die wir besamen sollen. Und ja, ich denke mal, ich mache es erst. Ich zeige es einmal und dann werdet ihr ja sehen, was die Tätigkeit eigentlich von einem Besamer ist. Ja. Dann dürfte ich Felix einmal bitten, dass er den... Und das ist jetzt, warum man hart im Nehmen sein müsste. Das ist krass. Macht ja Spaß. Naja, Spaß in dem Sinne, das ist jetzt, sage ich mal, die Arbeit. Das macht schon Spaß, mit den Tieren einfach zu arbeiten. Aber ich sag mal, das ist jetzt mehr Arbeit als wirklich Spaß. Spaß ist das, was im Endeffekt rauskommt, dass das Tier wirklich gut aussieht, dass ich da Qualität abliefer und dass das ein schönes Kälbchen wird. Komisch gemut. Hatte das jetzt weh oder warum hat ihr es gemacht? Das ist einfach ungewohnt. Okay. Aber weh tut's ihr in dem Sinne nicht.
möchte ich ja auch nicht. Es soll ja auch nicht kein negatives Erlebnis sein für die Kuh. Und wir wollen das ja auch so schnell wie möglich machen. Bloß ist es eben, ich sag mal, rektal. Und das ist eben für keinen wirklich so gut. Und dann habe ich eben besamt. Das war es auch schon. Das war es schon. Was hast du jetzt da drin genau gemacht? Erklär uns das noch ganz kurz. Ja gut, ich habe die Portion durch die Cervix geführt, also durch den Muttermund, in den inneren Muttermund und habe dort die Portion vor den Gebärmutterhörnern abgelegt. Mhm. Die Kuh hat Gebärmutterhörner, sodass ich die Portion nach links und nach rechts verteilen kann. Okay. Das ist echt eine Scheißarbeit. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber... Sie lässt auch noch einen fahren, das ist ja auch schön. Zum Beispiel durch, genau. Oh ja. Gut. Damit sind wir jetzt also durch. Damit sind wir bei der Kuh zum Beispiel durch, genau. Wir haben jetzt ja gerade, oder du hast gerade die Besamung durchgeführt. Wo kommt das Sperma überhaupt her? Ja, also wir haben in Pferden selbst direkt eine Besamungsstation. Da werden zweimal die Woche unsere Bullen abgesamt. Und durch diese Absamung kriegen wir dann eben die Portion. Pro Sprung, sagen die dazu, kriegen wir ungefähr, kann man sagen, zwischen 500 und 700 Portionen Sperma. Das ist schon ordentlich. Das ist schon eine ordentliche Menge. Das kommt natürlich dazu, dass wir die Portionen verdünnen. Ja. Und wo springen die rauf? Wie heißt das, Phantom? Genau, auf ein Phantom. Oder zum Beispiel auf einen sogenannten Untermann. Das ist dann ein lebendes Phantom. Ja. Weil einfach der Torbogenreflex ganz wichtig ist für die Bullen, um dort dann auch abzusamen. Okay. Und wie wird das dann weiter verarbeitet oder aufbereitet? Das kommt dann direkt ins Labor bei uns, was angrenzend an die Absamungshalle ist. Mhm. In diesem Labor wird dann das Sperma weiter verarbeitet. Es wird einfach geguckt, ist das Sperma mobil? Sind genug lebende Spermienzellen drin? Und da grenzen wir dann eben schon aus, ist das Sperma tauglich oder nicht? Wenn es Sperma tauglich ist, dann verdünnen wir es mit einem sogenannten Puffermischung, wo Eigelb drin ist, Glycerin und Glucose. Okay. Damit einfach, wenn wir die Spermien einfrieren, dass durch das Glycerin, dass sie nicht totfrieren bei der Kälte und das Eigelb ernährt sie. Alles klar. Und dann haben wir ja gesehen, dass er dann in diesen kalten Stickstoff... Genau, und dann wird es nach einer Abkühlungsphase und nachdem sie in Pailletten abgefüllt waren, werden sie noch einmal untersucht, wie dann die Qualität ist nach einem Tag. Und wenn die Qualität immer noch stimmt, werden sie dann in flüssigen Stickstoff eingelagert. Genau, flüssiger Stickstoff. Gut, jetzt haben wir hier diese Kuh vor uns stehen, die müssen wir jetzt noch weiter untersuchen. Genau, die soll einmal untersucht werden. Das ist so eine sogenannte Zyklusuntersuchung. Ob man sie einfach besamen kann, ob das schon alles in Ordnung ist oder ob man sie vielleicht vom Tierarzt behandeln lassen müsste. Okay, gut. Dann Dann müssen wir tun. Ja. Du, man muss Spaß an dem Job haben. Das ist allgemein. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. So, Felix, wir haben die Kuh besamt. Wie bist du zufrieden mit unserer Arbeit? Ja, ich denke, dass ihr beiden das ganz gut hingekriegt habt. Ich war eine ganz gute Assistentin, oder? Doch ja, hast dich bewiesen und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht ein Schritt weiter. Also ich muss, mein Arm muss dran glauben. Ja, liebe Zuschauer, wir machen eine kurze Pause und dann sind wir auch gleich wieder zurück zu ID Network heute als Tierzuchttechnikerin. Bis gleich. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, Cityschuhe, Glocks, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business-Schuhe. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörfherden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Hi, schön, dass Sie dran geblieben sind zu ID Network. Heute bin ich als Tierzuchttechnikerin unterwegs und hier die erste Kuh kommt schon, die ist ein bisschen ängstlich mit Max und mir. Wir sind auf dem nächsten Betrieb
Und was müssen wir hier tun? Ja, ganz einfach. Der Landwirt hatte uns angerufen und meinte, ob wir einmal Trächtigkeitsuntersuchungen machen könnten. Mhm. Der hat die Tiere hier für uns separiert, sodass wir da klar und deutlich sehen können, welche Tiere das sind. Wir müssen jetzt einfach dann die Untersuchung starten. Der Betriebsleiter meinte nur, die Tiere sind zwischen 8 und Wochen tragend. Das ist jetzt für uns die Frage, sind sie es oder sind sie es einfach nicht? Sie sind aber sehr zutraulich, ne? Also ich meine... Sie sind zutraulich, aber auch neugierig. Das nennt man eher neugierig. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf sie zugehen würde, hätte sie einfach Angst. Ja, Angst. Im Hintergrund sehe ich schon so eine Bürste. Was ist das genau? Das ist eine Kuhbürste, ganz genau. Das ist einfach für den Kuhkomfort. Wie man sieht, genießt die rote Dame da gerade ganz genau diese Kuhbürste. Es ist einfach, ist auch ein Bedürfnis für sie. Wenn es juckt oder sowas, können sie sich da unterstellen. Und dann können die, weil das sehr harte Borsten sind, ist das für sie sehr angenehm. Dann wird sich einfach gestreichelt werden in dem Sinne, ist das für sie. Ja. Und das hört dann der Juckreiz auf oder es ist dann einfach für sie Kuhkomfort, ne? Was man den Kühen am meistmöglichen dann bieten könnte. Nochmal, kommen wir nochmal auf deinen Beruf zu sprechen. Ist das so deine Art Traumberuf? Kann man das so sagen? Kannst du dir das vorstellen, also dein ganzes Leben zu machen? Ich kann es mir gut vorstellen, das Leben lang so zu machen. Es ist erfüllt auch eigentlich meine Interessen. Und damit kann man schon sagen, es ist ein Traumberuf, den ich gefunden habe. Ich mache es super gerne. Die Vorteile überwiegen. Und wenn man das schon so sieht, also es ist, für mich ist einfach der Umgang mit den Tieren so schön. So. Dann kannst du einmal bitte wieder den Schwanz einmal für mich halten, damit er nicht im Gesicht rumfegt. Dass du es immer so machen kannst, vielleicht. Ja, und jetzt untersuche ich eben die Gebärmutter. Nach 8 bis 10 Wochen kann man einfach schon mal sagen, die Gebärmutter hat sich verändert. Die Größe ist anders geworden, der Gebärmutter. Fleißig Überstunden, ganz normal. Und dann gucke ich jetzt eben einmal. So widerlich ist das gar nicht. Sagst du. Und dann kann man jetzt zum Beispiel sagen, die ist tragend. Wo siehst du das jetzt? Also sehen kann ich sowas gar nicht. Ich kontrolliere da immer nur, was mit der Kuh los ist. Und dann kann man hier zum Beispiel sagen, ich fühle ja nur. Also allein durch das Tasten? Ich muss durch das Tasten. Anders geht das in dem Sinne nicht. Dann sind wir jetzt hier fertig und der geht's gut, der Kuh. Genau, der Kuh geht soweit gut. Die ist auch tragend. Und dann möchte ich ganz gerne ja einmal, dass du dann vielleicht auch mal probierst. Jetzt? Genau, bei einer Kuh. Okay. Und dann versuchen wir das einfach hier auch nochmal, die Kuh in eine Box reinzukriegen. Aber wie du siehst, das sind sehr genugsvolle Tiere. Aber ich habe dir da ja auch schon was mitgebracht. Also kommst du eigentlich dieses Mal nicht drum rum? Was muss ich jetzt? Ach, der linke Arm, hattest du ja gesagt. Genau, eigentlich den Ärmel einmal hochkrempeln. Wieso ist der linke Arm? Weil du ganz anderes Gefühl mit der rechten Hand hast. Oder bist du Linkshänderin? Nee. Nein, also du bist Rechtshänderin. Dann ist es eigentlich normalerweise, Achtung hinter dir, normalerweise ist das so, dass du dann schon mit der rechten Hand mehr Gefühl hast, weil du damit auch schreibst und das Gefühl für die Pistole hast zum Einführen. Und die linke Hand kannst du in dem Sinne darauf dann neu für dich antrainieren mit dem Gefühl der Gebärmutter und Ich Hunger, glaube ich. Also einfach jetzt hier rüber. Ja. Schön rüberziehen. Andersrum bitte einmal. Wirklich, kannst du mir noch einen letzten Tipp geben oder irgendwas? Oder ich weiß es nicht. Ich lege die Hand ein, damit es nicht so schwer geht. Aber ich untersuche das Tier noch einmal kurz vor. Ja. Dass da alles in Ordnung ist. Das ist jetzt Gleitgel. Genau, das ist einmal Gleitgel, was ich dir gegeben habe. Dass das Tier wirklich so keine Schmerzen stark empfindet. Weil es ja schon doch ein Eindringen ist. Ich hab ehrlich gesagt. Ja, wenn du dich nicht traust, ist es ja auch nicht schlimm. Doch, ich möchte es wenigstens. Du kannst ja nur einmal drauf, genau. Du machst jetzt schon für mich die Drecksarbeit? Ich mache einmal ein bisschen Drecksarbeit. Und dann halte ich dir auch den Schwanz. Nein, jetzt geht's schon los. Und dann musst du einmal bitte... Probier nur. Muss ich irgendwie Faust oder keine Ahnung? Am besten so reingehen. Also, dass du möglichst wenig Widerstand hast. Du hast ja auch sehr schmale Händchen. Und bitte in das obere Loch. In das obere... In den Darm, bitte. In den Darm. Kuh, sei gut zu mir. Oh Gott, es ist wirklich eine Überwindung. Okay.
nur warm. Warm und matschig. Du musst doch nicht weit rein. Du kannst nur mit der Hand einmal rein. Oh, das ist halt. Und jetzt, was mache ich da jetzt? Du machst da eigentlich gar nichts. Du solltest mal das Gefühl kennen. Oh. Und ist es wenigstens warm und kuschelig? Muss ich jetzt noch weiter? Nein, nein, nein. Du kannst so bleiben. Es ist warm. Es ist warm. Also ganz ehrlich, es ist gar nicht so beschissen. Es ist sehr warm. Aber und warum, also wenn ich jetzt rausziehe. Du kannst langsam jetzt rausziehen? Ja. Genau. Und das war's schon. Also warst du jetzt auch einmal. Genau, du hattest jetzt mal das Gefühl, wie es abläuft. Es ist nur die Überwindung, die man, dass man da einfach so. Das ist einfach so, das macht man halt nicht jeden Tag. Genau. Aber ja, für uns ist es schon Gewohnheitssache, wie bei jedem anderen auch. Wenn man jeden Morgen sich eine Tasse Kaffee macht, ja, ist es für uns, dass wir dann eben rektal untersuchen. Ich habe gedacht, mein Tag endet beschissen, aber doch nicht. So schlimm war es doch gar nicht. Also geht. Die Überwindung ist stärker. Auf jeden Fall. Ich bin auch froh, dass du es gemacht hast. Das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Das ist doch schön. Dann geht es auch jetzt weiter. Richtig. So, wir wurden jetzt zum nächsten Hof gerufen. Und zwar, Klaus, du brauchst unsere Hilfe. Ja, ich habe eine KB und eine TU, die Max machen soll. TU und das musst du uns nochmal erklären. Ja, also ja, eine TU ist ganz einfach eine Trächtigkeitskontrolle. Mhm. Hier auf dem Betrieb mache ich das jetzt mit einem Ultraschallgerät, um einfach relativ frühzeitig das zu erfahren. Mit dem Ultraschallgerät kann man noch ein paar Tage früher als mit der Hand das fühlen, ja, weil einfach auch das Visuelle damit einfach mitzählt. Wie viele Rinder hast du jetzt hier auf deinem Hof? Auf meinem Hof habe ich so ca. 280 bis 300 Rinder. Und du lässt es jetzt öfter von Max untersuchen und auch besamen, von Masterin allgemein? Ja, alle Milchkühe oder alle weiblichen Tiere, die zur Besamung anstehen, werden von der Masterin besamt und ja, betreut, kann man sagen. Ja gut, Max, dann würde ich sagen, los geht's. Also als erstes reinige ich nochmal den Darm. Ja, das kennen wir jetzt ja schon. Genau. Ja, ich habe jetzt den Ultraschallkopf eingeführt, rektal, und gehe jetzt auf dem Gebärmutterkopf mehr oder weniger, oder der Darmwand, gehe ich jetzt mit dem Gerät, mit dem Sensor, gehe ich die Gebärmutter ab, um zu sehen, ob eine Trächtigkeit vorliegt. Das kann ich eben auf diesem Monitor hier schön sehen. Da wird das angezeigt, da gibt es dann verschiedene Farbspektren, das mir sagen, das ist das Unterhautfett, das ist dann zum Beispiel ein Follikel, eine Zyste kann man dort auch sehr gut erkennen. Das ist dann einfach, ob und wie die Kuh einfach im Standort ist. Das ist ja jetzt einfach eine Trächtigkeitsuntersuchung. Da muss ich jetzt dann einfach gucken, liegt eine Trächtigkeit vor. Und das ist einfach für den Landwirt, es ist das Schöne bei den TUs, ist es eigentlich das Wichtige, oder bei den Trächtigkeitsuntersuchungen per Ultraschall, ist das Wichtige, die Nichttragenden rauszufinden. Ja. Deswegen macht man das relativ früh. Okay, gut. Also was ist jetzt dein Fazit von der Untersuchung? Mein Fazit ist, die ist leider nicht tragend, könnte dann beim nächsten Mal einfach untersucht, dann bei der nächsten Brunst dann wieder besamt werden. Also sind da auch nicht drauf. Nee. Also tragend heißt einfach, sie kann jetzt gerade auf Deutsch nicht schwanger werden, kann man so sagen? Sie ist jetzt einfach gerade nicht schwanger. Ja. Das heißt, wenn das Ei auf ihrem Eierstock herangereift ist, mhm, könnte man sie wieder besamen. Okay, gut. So, jetzt müssen wir das ja noch dokumentieren bei Klaus Böttcher, die Besamung. Ja. Dafür einmal den Koffer öffnen. Mhm. Das ist ja richtig so ein kleines mobiles Büro. Genau, das brauchen wir auch, weil wir die Besamung jetzt technisch dokumentieren. Einmal bitte aufklappen, mhm, und dann einmal Enter drücken. Enter. Dann öffnet sich ein Besamungsprogramm von uns. Ein Besamungsprogramm. KB Rind nennt sich das. Ja. Und da können wir das eben alles dokumentieren, was wir an Tätigkeiten auf dem Betrieb gemacht haben. Okay, gut. Da musst du dann einmal oben links steht Besamung. Okay. Und da sehen wir jetzt eben, dass das schon eine sechste Besamung war, die ich jetzt gemacht habe. Ja. Und ich habe dann einmal die Portion, die ich gerade versamt habe, mitgenommen, da wir jetzt auch eine Dokumentationspflicht haben, welche Portion wir besamt haben. Das ist richtig Hightech. Und die wird dann eingescannt und dann steht dort gleich der Name des Bullen. Und dann habe ich hier hinten einmal den Drucker, den muss ich dann einmal kurz anschalten. Und dann kannst du einmal Enter drücken. Das
das war schon. Und das war es dann eigentlich schon. Was? Da jetzt einmal bitte zuklappen. Wir müssen ja dokumentieren einmal, was wir an Arbeit geleistet haben, dass man auch weiß, dass wir hier waren. Und da wir das ja jetzt noch aufkleben müssen, dass der Landwirt auch weiß, welche Kuh wir besamt haben und nicht einfach so vom Hof verschwinden. Und jetzt müssen wir einmal die 84 suchen. Da ist die 84. Da sieht man, das war die letzte, die fünfte Besamung. Da können wir jetzt noch hinterkleben. Okay, dann sind wir eigentlich auch bei dieser Station fertig. Dann bedanke ich mich, Klaus, dass wir so einen Einblick erhalten durften in deinen Betrieb. Ja, dann sage ich tschüss. Tschüss. So, ich glaube, wir haben alle Bereiche der Tierzuchttechnikerin mal durchlaufen. Karten auf dem Tisch. Wie habe ich mich geschlagen heute? Ach, du warst ja tapfer dabei. Hast es sogar ausprobiert, eine rektale Untersuchung. Ich habe es wirklich ausprobiert. Ich kann es irgendwie noch nicht glauben. Hast dich ja auch überwiesen. Überwiesen, sage ich jetzt schon. Hast dich auch schon bewiesen, sage ich mal. Und das war doch ganz gut. Ich bin auch stolz. Ja, doch, ne? Also warst tapfer. Und ich würde mal sagen, das hat doch ganz gut geklappt mit uns. Das war ein toller Einblick in diese Arbeit. Aber ich glaube, also für mich, und das jetzt, für mich wäre es, glaube ich, nichts. Du, man muss schon die Natur lieben, sage ich mal. Man muss die Kühe einfach, man muss mit den Tieren arbeiten können. Aber du hast mir gezeigt, Kühe sind wirklich tolle Tiere. Das habe ich vorher wirklich nicht gedacht. Sind wirklich wunderschöne Tiere. Das ist doch auch ein schöner Einblick, wenn sowas auch noch ist, dass die Tiere einfach liebenswert sind, muss man ja schon fast sagen. Und man gerne damit arbeitet, dann macht es die Arbeit auch wirklich Spaß. Auf jeden Fall. Das war also mein Tag als Tierzuchttechnikerin. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Haben Sie für mich einen Berufsvorschlag? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an eileen@fan-television.de. Welchen Beruf ich das nächste Mal ausprobiere, das sollten Sie auf jeden Fall nicht verpassen. Also schalten Sie ein. Bis dahin. Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Standby, Ihrem innovativen Personal- und Projektdienstleister. Flexibel, verbindlich, fair.